Rückrunde auf Wake. Jetzt spiele ich und Fabian. Ich guck zu. Fabian Sigismund, der Tor des Monats, bin ich. Muss man dich jetzt eigentlich dann vorstellen mit Fabian von der GameStar, der Fabian von High Five oder Fabian von GameStar slash High Five oder High Five slash GameStar? Das weiß ich nicht. Ich habe nach wie vor immer noch meine alte Visitenkarte, aber ich nenne mich jetzt auch Channel Host. Channel Horst. Ja, vielleicht hat das letzte Mal nicht jeder so mitbekommen. Ich berichtete nämlich, dass ich jetzt etwas ganz Tolles Neues mache, nämlich einen eigenen YouTube-Kanal namens High Five. Aber nicht irgendwie für mich alleine, sondern das ist schon letztlich ein IDG bzw. GameStar-Produkt, aber eben mal ganz was anderes. Sag nicht Produkt, das klingt so künstlich. Ich finde, Produkt ist das schlimmste Wort überhaupt. Es klingt, als würdet ihr so Putzmittel und so machen. Macht ihr Putzmittel? Gibt es Putztipps? Putztipps? Gute Idee. Putztipps von Tieren. So wie man sich die Eier leckt, zum Beispiel. So steht denn hier ein Auto rum. Hanken. Ja. Und das startet, also wir machen Kanal auf am 1.11. Aber so richtig fett Programm gibt es erst ab dem 1.12. Also ab dem 1.11. haben wir ein paar Trailer und erzählen mal ein bisschen, was wir vorhaben. Wie stoppt der sich denn da richtig? Junger Mann. Der gehört doch nicht dazu. Richtig Action. Nee, der gehört dazu. Au, stell dich wieder auf. Nee. Deine Leiche rutscht wahrscheinlich gerade so den Hang runter, wo man das nicht sieht. Also die Kamera bleibt ja immer da stehen, wo man gestorben ist, aber der Körper rutscht weiter. Der Erbsenzähler. Den Camper. Camper? Der Camper? Ja, eine ist schon weg. Oh, das ist sagen, das ist gut. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt mit eine ist schon weg? Nee. Mein ehemaliger Mitbewohner, der jetzt namentlich anonym bleiben soll, hat im Kindergarten schon erkannt, dass er über viel kriminelle Energie verfügt. Und hat sich zur Aufgabe gemacht, am Spielzeugtag die von allen Kindern toll gefundenen Gummischlangen eines anderen Kindes zu klauen. Und zwar während alle anderen Kinder gerade in einem anderen Raum waren. Und dann war aber, als er das erfolgreich durchgeführt hat, hat er halt eben diese Gummischlangen in seine Tasche reingetan, war er dann schon ein bisschen enttäuscht, dass es niemand so recht gemerkt hat, dass er die Schlange geklaut hat. Und dann lief er eben, weil er hat nur eine Schlange geklaut, lief er eben dann mit stolz geschwellter Brust in den Spielraum und verkündete, eine ist schon weg. Woraufhin das Kind es gemerkt hat und dann hat die Kindergärtnerin alle Taschen durchsucht und dann wurde er natürlich sofort verdächtigt und hat dann aber noch versucht, eine elaborierte, ich wurde hier, wie sagt man, er wäre da reingelegt worden und er hätte damit nichts zu tun. Naja. So sind sie, die Kinder. Ja, aber gut, wenn ihm das noch nicht gelungen wäre, wäre er bestimmt Verbrecher geworden und so hat er seine Lektion gelernt. So, move up, move up. Das ist hier im zweiten Abschnitt immer ganz tricky, weil der Panzer immer so unglücklich da spawnt, dass die Verteidiger den gerne mal klauen. Also ich klaue den gerne. Da steht einer. Stand einer. Hier. Unten im Wasser sind auch immer gern Leichen, also ich. Ah, hier, guck. Badeuhr. Nein! Zu spät! Da! Der legt da bestimmt dann hin. Fall halt um! Der legt sich selbst hin. Für alle, die sich das nicht merken können, so wie ich, wenn der tot ist, sind die Minen dann weg? Nein. Die bleiben dann liegen. Das hatten sie irgendwie zwischenzeitlich sich mal überlegt, ob sie das patchen sollen. Aber weil die Mine ja sowas ist, was man, kann man ja so unberechenbar mit Punkten oder eben halt gar nicht. Steck dir mal in den Panzer, dann kannst du wenigstens lebendig bis da runterfahren. Der ist sogar hier bis voll, glaube ich. Und dann hat sie irgendwann mal geheißen, Minen verschwinden jetzt oder nee, Minen bleiben jetzt liegen, keine Ahnung. Ich habe nie einen Unterschied gemerkt. In meinen Augen sind die immer liegen geblieben. Besser, aber ihr da draußen wisst das bestimmt besser. Überhaupt achte ich gar nicht so sehr auf das, was die patchmäßig so verändern. Klar, hier und da merke ich dann auch mal, dass irgendeine Waffe sich irgendwie anders angefühlt hat, aber am Ende des Tages ist es halt piu-piu auf Leute schießen und da... Das kann man oder nicht? Ich nicht. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass der Schalldämpfer ja, tatsächlich... Ja, Mann! Nice.
irgendwie Anerstar geworden ist. Au, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich. Ja, geil. Sehr gut, und weg. Aber wo? Ach, der kommt von hier. Ja. Hat er den schon? Ja. Entweder das oder. Der legt da immer C4 hin und dann rennt er wieder weg. Die also schießen da mit irgendwas Großem rein. Ich würde mich auch nicht direkt neben die scharfe Bombe stellen, weil Verteidiger, die müssen ja, wenn sie das entschärfen wollen, immer stillhalten und dann trifft man die auch von ein bisschen weiter weg. Ja, Mann! Funkstation zerstört. Das läuft ja gut. Was ist da los? Noch schon. Ah, der da war der ist aber auch gut zugange. Zugange. Da ist doch gerade irgendwo ein Panzer rumgefahren. Ja, vor dir steht direkt einer. Ich sehe den noch auf der Minimap. So, ja, ist dann unsichtbar, das ist da drin. Steht der Panzer im Haus und tötet im Haus, Leute. Wer killt denn hier die ganze Zeit meine Freunde? Ah! Und noch einer! No. Aber der Medic ist ja direkt hinter dir, der stellt dich hoffentlich wieder auf. Na, jetzt gleich. Jede Sekunde. Ah! Any second now. Leute, was macht ihr denn? Nicht sterben, kämpfen. Aber, wie gesagt, läuft doch gut. Was ich nur ganz selten mache, wo ich neulich mal bei Armored Kill draufgekommen bin, dass man ja auch mal die Feuerrate verstellen kann. Sprich von Feuerstoß auf Einzelfeuer oder Burst. Das geht immer noch. Ja. Ach, deswegen unten diese drei. Genau, mit V ist das bei mir. Ich glaube, das ist auch Standard, weiß ich nicht genau. Und ja, so irgendwie bei Armored Kill mit größeren Distanzen, dann kann man das schon mal machen. Aber wie du siehst, das funktioniert halt auch bei vielen Sturmgewehren einfach. Spray. Das ist fast ein bisschen schade. Ich habe immer das Gefühl, in Battlefield 2 war das nicht so. Ich glaub, ja, da musste man das wirklich machen. Ja, da musste man sich mehr Mühe geben. Aber gut, macht mir trotzdem Spaß zu spielen. Ich bin neulich gefragt worden, ob sich das überhaupt noch lohne, jetzt irgendwie die Premium Edition zu kaufen, die es ja jetzt gibt. Und also Battlefield 3 meine ich jetzt. 50 Euro für das Spiel plus alle Add-ons, klar lohnt sich das. Ich finde das halt ein bisschen blöd, um nicht zu sagen frech. Da, Was? Warte, nee. Der ist nicht dahin. Ach, der ist nicht. Messern. Kein Wilder. ja, das ist natürlich gegenüber Leuten, die das gerade gekauft, das Spiel gekauft haben. Ja, genau. Was ist denn hier los? Kriechtag oder was? Hier alle blöden Erinnerungen. Für die ist das natürlich eine Frechheit, gerade 50 Euro dafür ausgeben. Dann nochmal für 50 Euro Premium gekauft und jetzt gibt's beides für 50 Euro. Da würde ich mich auch ganz schön verarscht fühlen. Das ist hier in dem letzten Abschnitt immer so naheliegend, sich auf A zu stürzen und dann zu B zu gehen, weil halt A vorne liegt. Aber wann immer möglich greife ich zuerst B an. Weil du dann leichtes Spiel mit A hast. Aber andersrum, wenn du zuerst A legst und dann B, dann ist B nicht einfach, weil die Verteidiger halt direkt da spawnen und du endzweit laufen musst bis da. Aber na gut, da müsst ihr jetzt durch. 52 Tickets habt ihr ja noch, das sollte noch gehen. Da muss ja um jedes Ticket hier muss gekämpft werden. Ah! Aber du bist ja so ein richtiger Feldarzt. Ne? Du läufst ja über 100 Meter los. Ich finde das gut. Ja, das ist mein hippokratischer Eid. Hippokritischer Eid. Mein Crit-Eid. Ja, jetzt haben wir es ja auch schon wieder. Das war ja wieder leicht. Ich konnte gar keine Tipps geben. Gut gemacht. Yay! Dein Team hat gewonnen, Michi. Achtung. Nein! Naja, gut. So. Naja, aber es ist nicht getoppt. Was ich gleich wieder will, nicht zufrieden sein, dass man gewonnen hat. Ich muss besser sein! Aber und befördert worden. Wer weiß, wie es beim Damavand Peak aussieht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Juhu! Tschüss!